Und schon wieder haben wir eine Mordsdrohung. Happy Birthday, Linda. Aber deinen Geburtstag wirst du nicht mehr erleben. Wehe, wenn jemand meinen Geburtstag sabotiert. Da kann ich mir nur eine Person vorstellen, die so etwas macht. Nämlich Evi Tobler. Ich bin der grösste Linda Frost-Fan auf der ganzen Welt. Und wir Community, wir Fans von der Linda Frost nennen uns Frosties. Und ich bin nicht nur ein Frosti, sondern ich bin Präsidentin vom internationalen Fanclub von der fabelhaften Linda Frost, kurz IFFLF. Geht's noch? Ich würde einer Frau niemals etwas antun. Sie ist mein Lebensinhalt. Sie ist die schönste, tollste Frau in meinem ganzen Leben. Persönlich ist gut. Ich habe dieser Frau das Leben gerettet. Ich bin eidgenössisch diplomierte Pharmaassistentin. Oder eines Tages läuft ihr bei mir da in die Apotheke rein. Todkrank. Was mache ich? Ich habe die monatelang habe ich die gesund gepflegt. Das war die schönste Zeit von meinem ganzen Leben. So einen Quatsch, ich bin ja nicht einmal eingeladen. Irgendwie mag sie mich nicht mehr, obwohl ich mich für sie aufgeopfert habe. Und dann hat sie mir sogar den Posten von der Präsidentin vom Fanclub weggegeben und an Vittorio Parole gegeben. Gut, das hat sich jetzt zum Glück erledigt, jetzt ist er ja tot. Das war praktisch, ich werde doch nie jemanden umbringen. Ich bin eine ehrbare Bauerntochter aus Frauenfeld. Ich kann Käse und melken und mir kommt sicher nicht in den Grind, irgendjemand umzulassen. Was, Zyankali, hier in der Apotheke? Das weiß ich doch nicht. Und vielleicht auf Rezept oder keine Ahnung. Ich habe ein Alibi für den 10. März. Ich war nämlich in Mürren am Skifahren. Wie hätte ich da noch Spaß auf Engen über? Das ist überhaupt nicht möglich. Und dort irgendwie noch den Vittorio Parole vergiftet. Das ist doch völlig klar. Das ist der Dustin Quick, ein Amerikaner. Das ist ein Manager und ein Dicker von ihr. Das ist so ein hagelen, kleinen, unscheinbaren, unsympathischen Typ. Die hätte sich gescheiter einen anderen Schauspielagent nehmen sollen. Dann wäre sie jetzt Linda National und nicht Ursula Andres. Aber der hat seine Glubschaugen auf sie geworfen, der Dustin Quick auf Linda. Und eifersüchtig war er auch noch auf der Vittorio Parole, der Ex-Mann, weil sie einfach eine gute Beziehung zusammen hatten. Das hat er nicht verputzt. Und darum hat er ihn umgebracht. Das weiss ich doch nicht, aber genau darum gehe ich uneingeladen an die Geburtstagsparty, um herauszufinden, wer mein grösster Idol klingt, als so dermassen bedroht. So, und ihr da draußen seid jetzt dran. Ihr kommt ab Pfingsten in die wunderbare Jungfrau-Region, weil das Motto lautet: